Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games hier auf dem Hive-Server. Und ja, wir holen uns erstmal, oh Gott, hier die Chest. Okay. Ja, auf jeden Fall hier auf dem Hive-Server. Und ja, ich wollte dieses Video hier vorab jetzt schon erstmal nutzen, um so die ganzen Informationen anzusprechen, was jetzt auf euch zukommen wird die nächste Zeit. Da ja jetzt Titan vorbei ist und da jetzt auch viel auf euch zukommen wird. Ja, habe ich mir überlegt, kann ich natürlich so ein Infovideo machen, weil das dann auch, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Und ja, auf jeden Fall wird erstmal hier, also wie vor der Titan-Zeit, nenne ich es einfach mal, alles so regelmäßig kommen. Aber was verhäuft kommen wird oder was ich verhäuft bringen will, ist dieses 1 gegen 1 Bad Wars. Darauf habe ich richtig Bock gegen verschiedene Leute. Weil das macht mir einfach am meisten Spaß zu rendern und zu schneiden auch und natürlich auch zu spielen. Und ja, deswegen würde ich das gern verhäuft machen, das ist einfach richtig bockt und ich habe auch irgendwie mehr Real Life, habe ich glaube ich mal gesagt, so geplant, aber keine Ahnung, das werde ich gleich noch zu kommen, wieso das relativ blöd ist. Und ja, genau, das ist eigentlich so, was ich verhäuft machen will, aber natürlich werden auch neue Projekte so kommen, weil ich habe so, keine Ahnung, so Projekte bocken auch richtig, so wie Titan jetzt so. Vielleicht kommen da kleinere Sachen, man weiß es nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall überraschen lassen. Und ja, was ich jetzt vorab jetzt hier nochmal sagen will, ist hier. Das, was mir, nee, doch, das, wo eigentlich fast am wichtigsten ist oder am coolsten für euch zu wissen, ist, dass ich dann öfter streamen werde. Ich habe dann irgendwie so vor, jeden Tag am Abend irgendwie, falls es dann klappt, zu streamen. Und falls es dann mal einmal nicht hinhaut, dann werde ich das auf Twitter auf jeden Fall schreiben, dass es halt an dem Tag dann heute nicht geht. Aber ich hatte halt dann vor, so um 8 Uhr anzufangen oder so. Und dann die ersten 3 Stunden Minecraft zu spielen. Und dann irgendwann so um 1 Uhr oder so oder später hätte ich richtig Bock, weil jetzt bei uns sind ja jetzt bald Ferien, hätte ich richtig Bock, Dying Light zu spielen oder so. Weil Dying Light ist so ein Spiel, das kann man einfach richtig geil Late Night Stream oder halt nicht nur Late Night, sondern generell richtig geil Stream und das Spiel bockt. Ich habe zwar schon durchgespielt, aber wieso denn nicht nochmal, weil das Spiel bockt echt ultra. Und ja, und wenn dann Ferien sind, habe ich natürlich genug Zeit. Und ja, da wird dann auch viel kommen. Natürlich werde ich auch auf der Gamescom sein, das kann ich auch hier schon mal sagen, aber da wird auf jeden Fall noch ein Infovideo mit den Leuten kommen, die dann da auch dabei sind. Und ja, aber da will ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, aber ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom, kann ich jetzt schon mal so sagen. Haben wir da oben, hat auch noch jemand, ja, da. Und ja, warte, habe ich nicht vorhin irgendwas gesagt, wegen Real Life, genau. Da kann ich jetzt gleich mal zu kommen. Das wird auf jeden Fall die nächste Zeit ein bisschen blöd mit Real Life. Okay, was heißt die nächste Zeit? Es ist eigentlich eh schon wieder relativ gut alles, aber ich habe ja auf die Leute, die mir auf Twitter folgen, ich weiß nicht, ob man dann jetzt noch um die Zeit immer noch drüber nachdenkt oder halt überlegt, was das denn sein könnte. Denn ich habe einmal auf Twitter geschrieben, auf geht's zum... Oh, fuck. Nein, bitte kein Team. Der verbrennt. Oh, okay. Kann man mal machen? Gut. Genau, auf Twitter habe ich ja geschrieben, auf zum Krankenhaus. Und jetzt werden die hier alle Leute denken, wieso denn im Krankenhaus? Ist eigentlich ein relativ behinderter Grund so. Und zwar bin ich mit dem, geil, mit dem Rad, mit meinem Fahrrad an dem Tag zur Schule gefahren. Weil wir dann nachmittags noch in den Park gegangen sind. Und ja, dann habe ich mir gedacht, kann ich gleich mit dem Rad hinfahren und dann nachmittags wieder heimfahren. Und dann bin ich halt damit zur Schule gefahren und dann wollte ich, weil ich hasse es, wenn Radfahrer auf dem Ding fahren, auf der Straße und den ganzen Verkehr blockieren, das hasse ich. Deswegen wollte ich sozial sein und wollte so hinten rumfahren zur Schule. Dann wollte aber mein Glück mal nicht mit fahren und dann bin ich halt so rechts reingefahren. Also da müsst ihr euch vorstellen, ist so ein Bordstein. Der ging da so runter. Und dann bin ich dann mit dem ersten Rad drüber und dann auf einmal ging der wieder hoch, das habe ich nicht gesehen. Und dann bin ich mit dem Hinterrad weggerutscht,
bin rechts auf mein Knie gefallen und habe mich dann, glaube ich, noch einmal überschlagen oder so. Und das ist eigentlich so auf einer Straße, wo eigentlich relativ viel Verkehr ist, aber um die Zeit, da war kein Auto bei mir. Nö, das war irgendwie auch, kann man eigentlich schon sagen, Glück. Sonst hätten wir noch so ein Auto überfahren, das wäre auch nicht so cool gewesen. Und ja, und ich bin an dem Tag, musste ich dann noch Quali schreiben. Also wir haben da, ich mache da nebenbei so einen externen Hauptschulabschluss oder wie das ist. Den habe ich auch mittlerweile bestanden mit 2,33. Ich habe da aber gar nichts für gelernt, weil ich bin in der normalen Realschule so und keine Ahnung, habe den halt nebenbei so gemacht, habe aber gar nichts dafür gelernt, habe trotzdem einen Schnitt von 2,33. Und ja, dann durfte ich da noch Deutsch schreiben an dem Tag und ich saß da dann drin mit noch so Öl an den Händen, weil meine Kette auch rausgeflogen ist, die muss ich ja auch wieder reinmachen, mit einem offenen Knie. Und ja, aber da hat mir das hat schon wehgetan, so, aber noch nicht so krass wie vor ein paar Tagen. Und ich muss schnell fertig erzählen, weil sonst schaffe ich das nicht die Runde. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann wollte ich dann danach ins Freibad fahren, genau. Ich hatte früher aus, als dann mit den Leuten, denen ich da hingegangen bin. Und dann war ich da so alleine und dann ja, bin ich aber dann noch ein bisschen rumgefahren. Die ganze Zeit, müsst ihr euch vorstellen, mit diesem kaputten, geprellten Knie. Einfach normal rumgefahren noch, als würde es mir brillant gehen, so. Und ja, ich habe mir da einfach nichts bei gedacht, hatte noch nichts wehgetan. Bin dann auch eine Döner essen gefahren und alles so. Und dann wollte ich so, oh nein, bitte nicht. Gehst du jetzt ernsthaft auf mich, wenn da ein Hacker ist? Den werde ich aber richtig krass bo-spammen. Und ja, wo war ich genau? Und ich bin halt die ganze Zeit mit dem Fuß da rumgefahren. Und dann im Bad konnte ich später gar nichts mehr machen, so richtig. Fuß verschwingen ging natürlich auch kaum. Und dann, ja, waren wir um 5 Uhr, hatten wir dann keinen Bock mehr auf Bad, sind zum Freund gefahren. Da hat es halt schon ein bisschen wehgetan, so mit dem Radfahren, aber es ging ja noch. Und dann konnte ich kaum mehr auftreten mit meinem Fuß, sind dann ins Krankenhaus und es war halt bei so einem Ort, wo eigentlich nur riesige Vollidioten sind. Hacker, lel. Und ja, ich werde es schnell fertig erzählen. Und ja, das sind halt so richtig Vollidioten. Der Typ, der Doktor, geht so her, jo, was war, bla bla bla, hat erzählt, hat ein Ding drauf getan, eine Salbe, Pflaster drauf und so. Jo, kühlen, das wird schon wieder. Dann konnte ich, habe ich das halt gekühlt, wie es der halt gesagt hat, ne? Hätte ich aber so und so gemacht. Und dann, am nächsten Tag konnte ich halt immer noch nicht gehen. Ich konnte dann auch in dem einen Tag konnte ich ohne Krücken kaum gehen. Ich hatte aber auch nur eine Krücke so zum Abstützen. Also es war richtig behindert. Ich konnte kaum gehen. Und bin dann, sind wir nochmals ins Krankenhaus gefahren, aber woanders hin. Und da dann direkt hat sich das angeguckt. Jo, Röntgen gucken, ob da was fehlt. Aber zum Glück, Leute, ist dann nichts passiert. Es war einfach nur eine sehr starke Prellung. Ich kann jetzt immer noch nicht richtig auftreten. So, ich habe hier auch, also es geht mittlerweile schon besser, aber ich habe hier auch so Schmerztabletten. Die sind schon fast leer. Da ist noch eine ganze drin und zwei kleine. Die muss ich nehmen. Die muss ich morgen, also für euch heute noch nehmen. Und dann habe ich keine mehr. Und ja, und dann wird es wahrscheinlich auch wieder besser. Deswegen ist es auch so schlecht mit Real Life, weil ich halt nicht viel machen kann mit so einem zerdroschenen Knie so. Aber zum Glück ist ja nichts gebrochen so, weil das hätten die mich da noch operieren müssen und so. Und ich habe mir bis jetzt noch nicht einmal was gebrochen und das wäre dann halt, dann wäre diese Serie so gebrochen worden durch so einen scheiß Fehler irgendwie mit dem Fahrrad zu ausrutschen. Wenn ich mir was breche, dann will ich es mir auch richtig brechen. Das ist so mein Ziel. Und nicht irgendwie durch so einen Müll. Und ja, das Hauptthema dieser SG-Folge war jetzt eigentlich, wie ich mit dem Rad ausgerutscht bin. Aber egal. Genau, ich will auf jeden Fall richtig viel Zeug machen auf Dingen, auf YouTube und auf Twitch natürlich auch. Mit den Streams, wie ich es gesagt habe. Will aber auch verhäuft jetzt dieses PvP 1 gegen 1 machen in Bad Wars. Und auch 2 Games bringen und auch neue Sachen ausprobieren. Da habe ich schon einiges im Kopf, aber das Video reicht jetzt leider nicht aus und wird das alles in den Rahmen sprengen, wenn ich das von gestern noch sagen würde. Das Video war auch viel zu lang. Und ja, auf jeden Fall werde ich da dann ab und zu nochmal was sagen. Und ja, es wird jetzt jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Video geben, genau. Das wollte ich nur sagen. Da ganz einfach, keine Ahnung, jetzt noch ein paar Pröbchen kommen. Und ja, aber wenn das vorbei ist, dann wird wieder jeden Tag ein Video kommen. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Aber gestern kam eins und heute kommt auch wieder eins. Also zweimal hintereinander am Tag. Das aber nur, weil ich davor, als Titan vorbei war, kein Video gemacht habe.
aber egal, auf jeden Fall war es jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ja, könnt mir in die Kommentare schreiben, ob es euch auch schon mal so richtig behindert mit einem Rad geworfen hat. Und ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben und wir sehen uns das nächste Mal wieder.